Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen in meiner asiatischen Buchwelt. Ich begrüße euch zum Lesemonat April. Das war mein bester Lesemonat ever. Ich habe noch nie so viele, so tolle Bücher in einem Monat gelesen und die möchte ich euch natürlich vorstellen. Jetzt werde ich dieses Video in verschiedenen Teilen aufnehmen, wie gewohnt. Diesmal werden es aber ein paar mehr Teile werden, voraussichtlich drei. Das kann sich aber noch einmal ändern, denn ich möchte euch die Bücher wirklich im Detail vorstellen, mit euch besprechen, damit ihr dann die Möglichkeit habt zu entscheiden, ob die Bücher auch für euch Highlight-Potenzial haben. Und der zweite Grund ist der kleine Spatz. Der schlägt nämlich seiner Mama nach und ist Frühaufsteher. Das heißt, wir sind um kurz nach fünf wach und mit ihm die ganze Familie. Heute inklusive die Oma, die jetzt im zweiten Stock ist und mit dem Kleinen spielt. Also es besteht die Möglichkeit, dass ihr ihn hört, denn wenn er im dritten Stock mit dem Papa ist, dann hört man das im ersten Stock nicht. Aber zweiter und erster Stock, das hört man dann doch sehr wohl. Und ich bin meiner Mama einfach wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie das macht, dass sie auch so früh aufsteht und jetzt den Kleinen bespaßt, damit ich dieses Video hier abdrehen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen werde ich euch jetzt hier zwei Bücher vorstellen und dann gehe ich nach oben und dann ist wieder kleine Spatzzeit. Und an einem anderen Morgen werde ich dann, wenn es Möglichkeit und Zeit gibt, weitere Bücher vorstellen, soweit ich dann komme. Und dann gehe ich wieder nach oben und dann ist wieder kleine Spatzzeit. So kommt der Kleine nicht zu kurz und ich kann euch trotzdem die Bücher vorstellen. Und ich kann euch trotzdem ein bisschen mehr zu den Büchern sagen, als einfach nur, es hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen. Jetzt in diesem Video, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, sondern das eben auch ein bisschen begründen kann. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da, ob euch die Bücher gefallen haben, ob euch eines besonders angesprochen hat oder ob ihr es selbst schon gelesen habt und ob eure Leseerfahrung sich mit der meinen deckt oder nicht. Das ist immer sehr spannend. Bevor ich euch jetzt die einzelnen Werke vorstelle, einen kurzen Blick auf die Statistik. Im April bei mir eingezogen sind 5 Bücher, gelesen habe ich 6. Das heißt, der Subabbau läuft, langsam aber sicher. Und ich habe gelesen, eben wie gesagt, nur 6 Bücher, aber ich habe die bisher höchste Seitenanzahl und zwar mit 2238 Seiten. Das entspricht etwa 74 Seiten pro Tag und ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viele Seiten mit Baby habe lesen können. Aber ich mache mir natürlich auch nichts vor. Ich weiß, dass das jetzt, wo der Kleine krabbeln kann, rapide abnehmen wird. Deswegen genieße ich es jetzt noch umso mehr, einen letzten sehr seitenstarken Monat haben zu dürfen. Und bei der durchschnittlichen Sternebewertung sind wir bei 4,4 Sternen. Das ist ebenfalls ganz toll. Und jetzt geht's los. Mit dem ersten Buch, das ist ein Buch, das auf meiner 12 Books in 12 Months Liste steht und zwar von einer nigerianisch-amerikanischen Schriftstellerin. Es handelt sich um Nnedi Okorafor, After the Rain. Das ist dieses gute Stück hier. Nnedi Okorafor wurde in den USA geboren. Sie hat Nnedi Okorafor wurde 1974 in den USA geboren. Sie hat Journalistik. Nnedi Okorafor wurde 1974 in den USA geboren. Sie hat Rhetorik, Journalistik und englische Literatur studiert und sie ist heute Professorin für kreatives Schreiben. Die Genre, die sie bereichert, sind Science Fiction, Fantasy und der sogenannte Afrofuturismus. Das ist ein Genre, das ich vorher nicht kannte und das hier jetzt auch nicht wirklich vorkommt, aber auf das ich doch so schon sehr gespannt bin. Und darin behandelt sie eben die Kosmologie und kulturelle Traditionen der Igbo. Das war meine erste Reise nach Nigeria von einer Autorin, die in den USA lebt. Ich habe ja von Ijoma Mangold schon Das deutsche Krokodil gelesen und da begeben wir uns ja auch mit ihm nach Nigeria, aber das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise, plus da gibt es keine magischen Elemente, die da mitschwingen. Deswegen fand ich das
super spannend, das zu vergleichen, aber dazu dann gleich mehr. Hier haben wir den Titel After the Rain, das ist der Titel dieser Graphic Novel. Ursprünglich hieß die Kurzgeschichte On the Road und die wurde 2013 zum ersten Mal in einer Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Kabu Kabu veröffentlicht. Und 2021 wurde dann diese eine Kurzgeschichte hier als Einzelband in einem Graphic Novel adaptiert. Und zu der habe ich gegriffen. Wir begleiten hier Chioma. Chioma ist Polizistin in den USA. Sie ist eine sehr starke Frau. Sie ist sich gewohnt, Kriminalität, Brutalität zu sehen. Sie ist sich gewohnt, in einer von Männern dominierten Domäne ihre eigene Frau zu stehen, sich durchzusetzen. Sie weiß, was sie will. Sie steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Sie glaubt nur an das, was sie sieht, an die Realität und fährt im Sommer dann nach Nigeria, um ihre Familie zu besuchen und lebt da im Haus ihrer Tante. Und es setzt ein ganz, ganz starker Regen ein und es klopft jemand an die Tür. Und natürlich geht Chioma hin und öffnet die Tür und da ist ein kleiner Junge. Und dieser kleine Junge hat eine ganz, ganz starke Kopfverletzung. Trotzdem, also zuerst scheint er so zu taumeln und sie hat Angst. Sie denkt, ich muss den ins Krankenhaus bringen. Dann beginnt er aber zu lachen. Er berührt sie und die Berührung dieses kleinen Jungen ist wie eine Verbrennung. Also die brennt total in ihrem ganzen Körper und der Junge beginnt zu lachen und meint, jetzt hätte sie es. Und sie ist völlig perplex. Der kleine Junge rennt weg, sie möchte ihm eigentlich helfen und fragt sich, was ist jetzt mit dem Jungen, weshalb hat er gelacht, wie konnte er überhaupt noch gehen bei seinen Verletzungen und was ist dieses Etwas, das ich jetzt haben werde. Und schon bald merkt sie, was dieses Etwas ist, das sie haben wird, denn sie wird verfolgt von Geistern, von der anderen Welt. Sie sieht, es wird alles irgendwie viel, viel dunkler. Plötzlich kommen ganz viele Eidechsen auf das Haus zu und beobachten sie. Und es wird ihr so ein bisschen unangenehm, von so vielen Eidechsen beobachtet zu werden, während sie zum Beispiel liest. Sie merkt auch, dass es die Gerüche sich ändern. Es kommt so ein modriger, süßer, modriger Geruch auf, der sie überall hin verfolgt. Der bringt sie zum Würgen. Sie muss trotzdem aber irgendwie viel essen. Sie kann das Essen aber nicht in ihrem Körper behalten, denn diese Kräfte, die sie verfolgen, die nehmen immer mehr Besitz von ihrer Lebenswelt, von ihr an und pressen so quasi ihre ganze Lebensenergie aus ihr raus. Ja, hier ist jemand voller Lebensenergie. Hier ist nicht herausgepresst. Ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet. Und es geht ihr einfach körperlich und seelisch immer, immer schlechter. Sie merkt, wie die Tanten miteinander zu sprechen beginnen und sich beraten, wie Chioma geholfen werden kann. Und sie geben ihr dann einen Weg auf. Es stellt sich schnell heraus, dass Chioma nur überleben kann, wenn sie ihr kulturelles Erbe akzeptiert. Es ist also ein Roman, in dem es um die kulturelle Identität geht, um dem es um Heimat geht. Wo ist die Heimat, wenn man eine Person mit Migrationshintergrund ist? Ist dann die Heimat der Ort, in dem man aufgewachsen ist, in dem man zur Schule gegangen ist, oder ist die Heimat der kulturelle Ort der Eltern, die ja auch über die Sprache, die man zu Hause spricht, oder über gewisse Wertevorstellungen, über gewisse Anschauungen, diese kulturelle Identität, dieses kulturelle Erbe mit sich genommen haben? Und was macht man, wenn man halt eben in der anderen Gesellschaft aufwächst und dieses ganze kulturelle Erbe eben von sich stößt? Ist man dann ein ganzer Mensch? Also ich fand die Thematik ganz, ganz toll. Ich weiß noch, als ich euch das Buch vorgestellt habe in meiner 12 Books for 12 Months Liste, habe ich ja gesagt, dass ja von der Farbgebung her, diese knalligen Farben und vom Stil her, dass das nicht so wirklich meins wäre. Beim Lesen aber ist mir das überhaupt nicht negativ aufgefallen. Ganz im Gegenteil. Also ich habe mich da richtig gut drin fallen lassen können, diese Bilder haben mich aufgenommen, die haben so gut zu der Geschichte gepasst. Die waren wirklich intensiv. Also es hat mir super gefallen. Das Buch, die Geschichte hat auch eine Wendung genommen, die ich
überhaupt nicht vorhergesehen habe. Also dieses ganze kulturelle Erbe der Igbo, das hier mit eingebaut wurde, dadurch, dass ich es halt eben nicht kenne, das war alles neu für mich. Die Referenzen, die gestreut wurden, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hat, das war fantastisch, unvorhersehbar. Es war einfach ganz, ganz toll. Also es hat mich total abgeholt. Es hat dann nicht ganz zu 5 Sternen gereicht, weil das Ende so abrupt kam. Vielleicht, weil es ja ursprünglich eine Kurzgeschichte ist. Also es ist dann plötzlich alles gelöst und fertig. Und man denkt sich so, warte mal. Jetzt ist so viel in den letzten paar Seiten passiert. Und ich kann das irgendwie gar nicht fassen. Ich hätte da noch irgendwie gerne so gehabt, dass man das so ein bisschen mehr zieht, um das noch ein bisschen besser zu verstehen. Vor allem, wenn man sich eben noch nie mit der Igbo-Kultur auseinandergesetzt hat und das spannend findet, dann möchte man doch eigentlich noch ein paar extra Informationen. Aber das ist natürlich eigentlich ein Lob an die Autorin und an die Geschichte, dass die so gut war, dass ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr davon gehabt hätte. Also auf jeden Fall eine Graphic Novel, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Dann kommen wir zum zweiten Buch, das ich im April gelesen habe. Das war ein Rezensionsexemplar und dieses Buch hat mich zum allerersten Mal lesetechnisch nach Indien geführt. Und ich bin dem Unionsverlag sehr, sehr dankbar, dass sie mir das Buch Mai von Gitanjali Shree zur Verfügung gestellt haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Das Buch hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es war mein erstes Buch aus Indien, somit kannte ich natürlich auch die Autorin Gitanjali Shree nicht. Die Autorin wurde 1957 geboren, sie lebt zurzeit in Delhi. Sie war ursprünglich eigentlich Historikerin, hat da auch einen Bachelor und Master gemacht und dann in ihrem PhD, das hat sie dann einem Hindi-Autoren gewidmet und zwar, ich muss spinksen, Munshi Premansh. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, wahrscheinlich ganz, ganz falsch. Wenn ihr es wisst, korrigiert mich sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon etwas von dem Autor gelesen haben solltet und etwas empfehlen könnt, dann ebenfalls sehr gerne her damit in die Kommentare. Das sehe ich mir natürlich gerne an, denn dieser Autor war ausschlaggebend dafür, dass sich Gitanjali Shree für die Hindi-Literatur interessiert hat und dann selbst zu einer Autorin wurde, die auf Hindi schreibt. Sie hat mehrere Kurzgeschichten und 5 Romane geschrieben. Mai ist eben einer dieser Romane. Er erschien 1993 im Original und wurde in ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt, unter anderem auch ins Koreanische. Und der Roman hat der Autorin zur Weltberühmtheit verholfen. In diesem Buch geht es um die titelgebende Mai. Mai ist Tochter, Mutter, Ehefrau, Schwiegertochter in einer Familie der Mittelschicht in Nordindien. Die Familie lebt in einem ganz großen Anwesen im kolonialen Stil. Sie haben Guavenhaine, sie haben Mangobäume, Pfaue, die auf den Dächern umherhüpfen und die Pfauenfedern fallen dann in den Hof und die Kinder spielen damit, denn sie hat 2 Kinder, sie hat einen Sohn und eine Tochter Sunaina und Sunaina erzählt uns auch die Geschichte ihrer Mutter. Und jetzt denkt man, wenn man das so hört, was für ein paradiesisches Leben diese Mai doch hat, aber dem ist nicht so. Mai wird wie eine Art Sklavin gehalten, also es ist ihr nicht erlaubt, in die Teile des Hauses der Männer zu gehen, außer sie bringt vielleicht Essen dorthin. Das ist also ganz klar getrennt, wo der Opa und wo der Ehemann und vielleicht noch der Onkel lebt und wo halt eben die Oma lebt und wo sie lebt. Sie schläft auch zusammen mit den Kindern, sie schläft also nicht zusammen mit ihrem Ehemann in einem kleineren Teil, in einem Art Anbau, dann im Garten, also nicht einmal im Haus selbst. Und ihre Tage verbringt sie mit Putzen, mit Früchten von den Bäumen oder Beeren von den Bäumen pflücken, mit diese Beeren zum Beispiel zerstampfen, mit den Füßen zu zerstampfen, mit den Händen zu zerstampfen, Brot zu kneten, Sachen zu frittieren, Sachen anzubraten, Sachen zu kochen, Sachen zuzubereiten, Sachen aufzuwischen. Das ist das Leben von Mai. Und das alles unter den
Argusaugen ihrer Schwiegermutter, die sehr schwer zufriedenzustellen ist. Also sie hat zum Beispiel plötzlich mal einen Gelust auf etwas anderes. Normalerweise mag sie frittierte Sachen, also hat Mai natürlich schon das Mittagessen vorbereitet und etwas frittiert. Aber zu Abend möchte sie natürlich was anderes. Und es kann natürlich sein, dass sie plötzlich Lust auf etwas Exklusives bekommt. Und das sollte dann Mai möglichst zügig zubereiten. Und wenn die Kinder Vorlieben haben, dann muss sie auf diese auch eingehen. Vor allem auf die Vorlieben des Sohnes. Denn ansonsten, wer hat das denn schon mal gesehen, dass eine Mutter ihren Sohn so vernachlässigen würde? Diese Kommentare muss sie sich anhören oder halt eben die Geschichte ihrer Schwiegermutter, wie sie einmal, als ihre Schwiegermutter krank war, in den Garten gegangen ist und nach Früchten gesucht hat. Und das damals gab es, war nicht die Saison für, ich glaube, Mango oder Papaya, aber sie ist dann auf den Markt gegangen, hat gesucht, bis sie diese Frucht gefunden hat, diese zerstampft hat und einen Brei für die Schwiegermutter zubereitet hat. Und man denkt sich so beim Lesen, ja, das ist die einmalige Episode der Aufopferung, die dann jetzt so dargestellt wird, das wäre ihr ganzes Leben so verlaufen, denn die Schwiegermutter der Schwiegermutter ist sehr früh verstorben und als dann die jetzige Schwiegermutter zur Schwiegermutter und Hausherrin wurde, dann hat sie natürlich ihre Macht ausgeübt und alle sehen lassen, wer hier das Sagen unter den Frauen hat. Sunaina und ihr älterer Bruder können es nicht mit ansehen, wie es ihrer Mutter geht und für sie steht fest, wir gehen später ins Ausland, wir gehen nach England und wir holen Mai aus diesem Haus raus. Wir möchten, dass sie frei sein kann, dass sie einfach ihren Hobbys nachgehen kann, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Wir sind hier so in den, glaube ich, 60er, 70er Jahre in Indien. Das Thema der Frauenrechte kommt auch immer mehr auf, jetzt also vor allem in Europa. Und sie sind sehr inspiriert, auch wenn sie dann nach England gehen, um dort zu studieren, kommen sie mit veränderten Werten zurück und möchten dann umso mehr, dass Mai eben lebt wie eine europäische Frau in Europa. Die Frage stellt sich natürlich, möchte das Mai? Ist diese Art von Freiheit auch das, was sich Mai wünscht und kann man sein Leben nach so vielen Jahren noch einmal verändern? Das Interessante an diesem Buch ist, dass halt eben Mai nicht nur als Opfer dargestellt wird, denn Sunaina erzählt die Geschichte ihrer Mutter, wie sie älter wird, in verschiedene Episoden in Rückblicken und dann sind wir wieder in der Jetztzeit und in der Zukunft. Und wir sehen, dass sie manchmal halt eben das Opfer ist, sie aber ihre beiden Kinder, wenn diese angegriffen werden, von außen, auch wenn es die Oma ist, wie eine Tigerin verteidigt. Dass sie auch häufig sagt, dass sie etwas machen möchte. Sie möchte zum Beispiel in die Stadt fahren mit den Kindern, sie möchte ins Theater gehen. Wenn der Vater dann aber dagegen ist, dann gibt sie klein bei und gesellt sich zur Seite des Vaters. Sie hat auch die Möglichkeit auszubrechen, bricht dann aber nicht aus. Und somit haben wir doch ein sehr viel komplexeres Porträt dieser Mutter Mai, als es auf den ersten Seiten den Anschein hat. Und das hat mir sehr gut gefallen, denn wir steigen in die Geschichte ein. Wir wissen nicht genau, wer Mai ist. Ich dachte zuerst, das wäre eine Bedienstete und plötzlich merkt man, das ist die Schwiegertochter und was, die lebt wie eine Sklavin und man ist total voll des Mitgefühls für Mai und dann merkt man aber, dass es doch zu bröckeln beginnt, dass es doch Momente gibt, wo sie sich nicht fair verhält und dass es sie halt eben auch ihre eigenen Geheimnisse hütet. Das fand ich ganz, ganz stark an diesem Buch. Es hat aber nicht ganz für ein Highlight gereicht und dafür gibt es drei Gründe. Zum einen ist es ein Stilmittel, das mir jetzt persönlich nicht so liegt und das ist das Foreshadowing. Das ist pure Geschmackssache. Foreshadowing zum Beispiel bei Krimis oder so mag ich, wenn einmal damit gespielt wird, aber ich mag es normalerweise nicht, wenn ich weiß, die Geschichte geht sowieso gut aus. Ja, dann weshalb lese ich dann überhaupt noch weiter? Natürlich wird das Foreshadowing oft so gemacht, dass man sagt, es kommt dann noch ganz dicke. Das mag ich, wenn das ein-, zweimal passiert, ist es okay. Das passiert hier aber sehr, sehr oft. Nach meinem Geschmack so ein paar Mal zu viel. Also da hätte ich mir ein bisschen magere Kost gewünscht. Und dann springen wir ja auch zurück in die Vergangenheit und wieder in die Zukunft. Das ist auch etwas, was ich normalerweise mag. Wir haben aber hier
mehrere Repetitionen, dass gewisse Momente doch dann sehr redundant wirken. Zum Beispiel wird gesagt, Sunaina sagt, mein Bruder und ich waren zusammen mit Mai ein Wir, sehr, sehr lange, bis etwas passiert und dann sind nur noch der Bruder und sie ein Wir und Mai ist abgekapselt und sie müssen sie dann beschützen, obwohl sie die Kinder sind. Und dann passiert noch etwas und dieses Wir wird zersplittert in zwei Ichs. Ich, Sunaina, und er, mein Bruder. Und das fand ich wunderbar, wie das geschildert wurde, aber das wurde dann 3-4 Mal wiederverwendet, mit ein bisschen anderen Worten, aber per se wurde dasselbe gesagt. Und dann nimmt man halt eben so einem Stilmittel, so einer Metapher doch die Kraft, weil sie dann immer wieder auftaucht und man sich denkt, ja, ich habe jetzt verstanden, dass ihr kein Wir mehr seid, dass ihr jetzt zwei zersplitterte Ichs seid. Und das ist das Schade daran ist, dass man dann nicht mehr positiv an diese Formulierung zurückdenkt, sondern so ein bisschen leicht genervt ist, weil sie wieder auftaucht. Und der dritte Kritikpunkt ist Sunainas Weg. Ich mochte sie als kleines Mädchen sehr gerne. Danach geht sie ihren eigenen Weg. Sie muss den so ein bisschen finden. Das ist alles voll okay. Kann ich gut nachvollziehen. Ich konnte aber Sunaina auch so nicht so richtig greifen. Ihre Wertevorstellungen waren für mich nicht so klar. Ja, ihr hört das, da ist jemand nicht zufrieden. Die Wertevorstellungen des Bruders sind ganz klar herausgearbeitet. Ihre sind nicht so klar und es machte für mich nicht ganz Sinn, wie sie gehandelt hat. Es war ein bisschen out of character und ihr Schicksal war mir auch ein Stück weit egal. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Ich habe dem Buch jetzt abschließend 4 Sterne gegeben. Zu einem 5-Sterne-Highlight hat es aufgrund der genannten Kritikpunkte leider nicht gereicht. Nichtsdestotrotz war das Buch für mich ein sehr wichtiges und sehr bewegendes Buch, weil es mir die indische Literatur und vor allem die Vielfalt der indischen Literatur eröffnet hat. In diesen vielen Sprachen, in denen es eben die indische Literatur gibt und da Indien ja auch so ein riesen Subkontinent ist, je nachdem, wo man sich bewegt, ist das Leben der Leute wahrscheinlich ganz, ganz anders. Dieses Buch, übersetzt aus dem Indischen übrigens von Reinhold Schein, ich glaube, das habe ich nämlich noch nicht erwähnt, und das finde ich auch eine ganz tolle Leistung, dass wir hier ein Buch haben, das eben nicht aus dem Englischen übersetzt wurde, sondern aus dem Hindi. Und ja, ich werde auf jeden Fall Reinhold Schein googeln und sehen, was er sonst noch übersetzt hat. Und mal gucken, ob von Gitanjali Shree, was es da sonst noch gibt, vielleicht ja auch auf Englisch, gibt es vielleicht noch mehr von ihr. Wenn ihr also etwas schon von ihr gelesen habt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ihr habt mir ja schon ganz viele Tipps mit an die Hand gegeben zu indischer Literatur, wofür ich euch sehr dankbar bin. Ich lese gerade auch wieder ein Buch, das in Indien spielt und von einem indischstämmigen Autoren geschrieben wurde. Und ich genieße es einfach, diese neue Literaturwelt für mich zu entdecken. Also noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Deswegen wird dieses Buch immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Und ich kann es euch empfehlen, wenn ihr mit Wiederholungen umgehen könnt. Die nächsten beiden Bücher, die ich euch vorstellen möchte, das sind die beiden dicken Klopper, die die Seitenzahlen diesen Monat in die Höhe haben schnellen lassen. Sie haben noch ein zweites gemeinsames Merkmal und zwar stammen sie beide aus China. Und ich freue mich jetzt riesig, euch 2 chinesische Klopper vorstellen zu können. Das erste Buch ist von Wan Jingkang, die Kolonie. Das wurde übersetzt von Mark Herrmann, ist bei Heine erschienen und ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen. Noch einmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe das Buch sehr gemocht. Bevor ich euch jetzt aber die Geschichte genauer vorstelle, möchte ich euch ganz kurz ein paar Worte zu dem Autoren Wang Jingkang sagen. Man sieht schon, er ist ein bisschen älter. Er wurde nämlich 1978 in Henan geboren. Das ist eine Provinz in Zentralchina. Und dann ist die Kulturrevolution ausgebrochen und die hat sich sehr prägend auf sein ganzes Leben und literarisches Schaffen ausgewirkt. Denn während der Kulturrevolution wurde er dann auch aufs Land geschickt und hat dort mehrere Jahre gelebt. Und das ist auch das Setting, dem wir hier in dieser Geschichte begegnen.
Und er konnte dann erst mit 30 an die Uni gehen. Er ist dann an die Uni in Xi'an gegangen. Und was er genau studiert hat, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass es Ingenieurswissenschaften gewesen sind, denn er hat dann später als Ingenieur auf Ölfeldern gearbeitet. 1993 ist dann sein erster Roman erschienen und das war ein so großer Erfolg, dass der Roman dann auch sogleich seine schriftstellerische Karriere begründet hat. Die Kolonie ist im Original 2007 erschienen, wurde aber erst letztes Jahr, also 2022, genau, auf Deutsch übersetzt. Und ja, das können wir nun letztendlich alle gemeinsam genießen. Wang Qingkang, der große Aufhänger, ist, dass er zu den drei Generälen des chinesischen Science Fiction gehört, zusammen mit Liu Cixin und Han Sung. Jetzt habe ich noch nie etwas im Bereich chinesische Science Fiction gelesen, deswegen kann ich sein Werk jetzt nicht mit den beiden anderen vergleichen. Er hat mich aber doch sehr gespannt auf Science Fiction gemacht, auch wenn ich jetzt dieses Buch nicht als Science Fiction betiteln würde, aber dazu gleich mehr. Falls ihr schon mal etwas von Liu Cixin gelesen habt, denkt ihr, das ist etwas für mich? Wenn ja, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Natürlich auch, wenn nein, dann, wenn ihr es mir empfehlen könnt, die Werke, dann würde ich mir die Werke genauer ansehen. Denn was ich so bis jetzt auf BookTube und Bookstagram mitbekommen habe, handelt es sich doch meistens um Reihen. Ich glaube, die eine Reihe heißt Die drei Sonnen, wenn ich mich nicht irre. Und das sind richtig dicke Klopper. Und wenn man den Autor nicht kennt, das Genre nicht kennt, dann zögere ich zumindest. Hier ist es so, dass wir einen Einzelband haben. Das heißt, wenn wir diese Geschichte gelesen haben, ist sie abgeschlossen und wir können uns einer neuen Geschichte zuwenden. Das ist für mich ein Vorteil, weil ich ja eher weniger Reihen lese. Von Han Sung habe ich noch fast nichts gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt schon etwas auf Deutsch übersetzt ist oder auf Englisch. Also falls ihr etwas von diesen beiden anderen beiden Generälen gelesen habt, schreibt mir sehr gerne, ob ihr denkt, dass das etwas für mich sein könnte. Denn ihr kennt jetzt ja auch meinen Lesegeschmack und ich denke, ihr seid da am besten qualifiziert, um mir zu sagen, ob ich da mal reinschnuppern soll oder ob ich da lieber die Finger davon lassen sollte. Und jetzt zu diesem Buch, das wird halt eben angepriesen als eines der Bücher von einem der drei Generäle des chinesischen Science Fiction. Ich finde aber nicht, dass das Wort Science Fiction hier das Genre wirklich greift. Das erweckt eine falsche Erwartungshaltung, denn wir haben hier weder Raumschiffe, die rumschwirren, noch haben wir sehr viel Technik, die vorkommt. Wir haben nämlich ein reales Setting. Wir haben das Setting der Kulturrevolution und wir haben in diesem Setting ein Gedankenexperiment. Ich würde also sagen, es handelt sich hier um ein dystopisches Gedankenexperiment mit einem Experiment in der Vergangenheit der Kulturrevolution. Und dieses Experiment gelingt teilweise, aber doch nicht ganz. Zum Ende hin scheitert es trotzdem und das hat dann zur Folge, dass diese Vergangenheit unsere Gegenwart nicht beeinflusst. Das heißt, die Gegenwart, die hier auch am Rande vorkommt, ist dieselbe Gegenwart, in der wir auch heute leben. Deswegen, ja, würde ich das jetzt nicht als Science Fiction bezeichnen, sondern eben als ein dystopisches Experiment. Und zwar befinden wir uns auf einer Farm in Henan, also der Heimatprovinz des Autors, 1971. Wir sind mitten in der Kulturrevolution und sehr viele Jugendliche, die aufs Land geschickt werden, die leben da zusammen mit Bauern auf dieser Farm. Aber den Jugendlichen gefällt dieses Leben nicht. Sie haben nur einen Traum. Ihr Bestreben gilt dem Wunsch, so schnell wie möglich zurück in die Stadt zu können. Wenn man das auf normalem Wege macht, dann weiß man nicht, wann und ob man überhaupt zurück in die Stadt kann. Deswegen sind ihnen alle Mittel recht, um ihr Ziel zu erreichen. Sei es jetzt, dass man irgendwelche Drecksarbeiten für die Vorarbeiter erledigt, sei es, dass man die Bettstatt mit gewissen Leuten teilt, sei es, dass man andere an den Pranger liefert. Kurz, wir haben ein toxisches Klima durchtränkt von Intrigen und Denunziation und da möchte man einfach nicht leben. Und auf dieser Farm begegnen wir jetzt
Guo Jiuyun heißt sie, genau, unsere Protagonistin, einer jungen Frau, und sie verliebt sich in Yenche. Yenche kommt in dieses Dorf zusammen mit seinen Eltern, die sind beide Professoren bzw. waren Professoren, also Intellektuelle, die man umerziehen muss. Sie müssen also von den Bauern lernen und mit den Bauern zusammen leben. Und die Jugendlichen leben dann ab einem gewissen Alter dann eben nicht mehr mit den Eltern zusammen, sondern sie leben als quasi kleiner Organismus auf dieser Farm. Der Vater von Yenche, das war ein Entomologe, also ein Insektenspezialist, und sein besonderes Interesse, das galt den Ameisen, denn die Ameisen haben für ihn den perfekten Staat gebildet. Soll heißen, die Ameisen arbeiten perfekt zusammen, sie sind super aufeinander abgestimmt. Wenn ein Feind kommt, dann haben wir ja diese Kriegerinnen, die die anderen beschützen und die sich aufopfern, und sie zögern nicht, selbst zu sterben, selbst zugrunde zu gehen, um die anderen, um den Staat am Leben zu erhalten. Das heißt, für ihn sind die Ameisen ein Vorbild an Altruismus, eines altruistischen Staates. Und er hat dann es geschafft, ein bisschen diese Ameisenessenz zu destillieren, und wenn man damit die Menschen besprüht, dann bekommen sie halt eben diese altruistischen Eigenschaften der Ameisen. Und Wang Jingkang geht jetzt in diesem Buch der Frage nach, was wäre gewesen, wenn es eine solche Essenz gegeben hätte und man sie in diesem toxischen Klima der Kulturrevolution benutzt hätte und die Leute so ein bisschen angesprüht hätte. Inwiefern hätte das die Art und Weise, wie sie die Verschickung auf das Land erlebt haben, beeinflusst? Hätten sie dann immer noch zurück in die Stadt gewollt? Wie hätte sich das Miteinander mit den Leuten, der Leute gestaltet? Und inwiefern kann man die Natur eines Menschen wirklich übertünchen? Kann es dann nicht sein, dass irgendwann die wahre Natur, dieses Böse, das da in uns schlummert, doch wieder ausbricht? Und was macht es vor allem mit der Person, die die anderen besprüht, wenn man so selbst zur Ameisenkönigin mutiert? Ja, mir hat das unglaublich gut gefallen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich fand zum einen das Setting sehr gut und plastisch dargestellt, diese Kulturrevolution. Man merkt, dass Wang Jingkang da aus eigener Erfahrung schreibt, einfach die vielen Details, die er uns gibt, ohne uns jetzt aber mit Infodampf so eine Bürde aufzuerlegen. Man denkt, was ist jetzt da passiert? Sondern man kommt da super gut rein, auch wenn man jetzt mit der Kulturrevolution nicht so vertraut ist. Ich habe ja da vor Jahren ein bisschen an der Uni darüber gelernt, aber mich dann auch nicht weiter mit der Thematik befasst, sodass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ganz genau weiß, was da passiert ist. Im Gegenteil, ich weiß einfach, dass es die Kulturrevolution gab, aber Details wusste ich nicht, und hier hat man dann doch sehr viele Details und sieht, was hat das mit den Menschen gemacht. Auch die Unterernährung, an denen sie gelitten haben, die wird extrem gut geschildert. Und wir haben dreidimensionale Charaktere. Die sind also nicht flach, es sind keine Prototypen, sondern die sind ganz, ganz gut ausgearbeitet. Man sieht, was die Kulturrevolution mit diesen Menschen macht, dieses toxische Klima, das eigentlich ist man Freunde, und dann kommt so eine Welle der Gewalt, und man wird in diese Welle der Gewalt mitgerissen, obwohl man eigentlich ein reines Herz hat. Was diese Massengewalt mit einem machen kann, das fand ich wirklich gut, denn Guo Jiuyun ist eine sehr, sehr nette und sehr altruistische Person, aber man sieht halt eben auch, sie ist nicht hundertprozentig gefeit gegen dieses toxische Klima. Und dann haben wir halt eben die Frage, was passiert, wenn man jetzt versucht, die Leute damit zu besprühen, um ein besseres Klima zu schaffen. Das heißt, man geht von einer sehr holden, eigentlich positiven Idee aus, man möchte die Menschheit verbessern, und dann kippt das irgendwann und man schwingt sich so selbst zu einem Herrscher auf. Und das wurde auf sehr feine Art und Weise gezeigt. Das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Das war ein absolutes Lese-Highlight. So etwas habe ich noch nie gelesen. Das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Und ich kann es euch also wirklich nur ans Herz legen. Ihr müsst einfach wirklich wissen, dass es die Art und Weise, wie es vermarktet wird mit Science Fiction, dass das die Geschichte nicht trifft. Also eher
denkt eher, ihr habt hier ein dystopisches Gedankenexperiment. Ich glaube, dann geht ihr mit einer Erwartungshaltung an das Buch, die dem Buch dann auch gerecht werden kann. Das Buch kann dann eure Erwartungshaltung erfüllen und ihr seid nicht da und denkt, wo sind meine ganzen Raumschiffe? Die sind überhaupt nicht vorgekommen. Wir waren ja nur in der Vergangenheit. Aber wenn ihr euch auf dieses Experiment einlassen möchtet, dann kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Also ganz, ganz tolle Geschichte und es ist sehr dick, aber ich bin da wirklich, wirklich durchgerauscht. So. Der nächste Klopper, den ich euch vorstellen möchte, war ebenfalls ein Rezensionsexemplar und ebenfalls zur Verfügung gestellt vom Bloggerportal. Noch einmal vielen Dank an dieser Stelle. Es handelt sich um Ai Weiweis 1000 Jahre Freud und Leid. Übersetzt wurde es aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Elke Link. Und wir sehen, hier unten steht Erinnerungen und das ist auch das Schlüsselwort für dieses Buch, denn Ai Weiwei hat dieses Buch als Erinnerung für seinen Vater und seine Mutter geschrieben und es ist auch eine Erinnerung an sein Leben bis 2015, als er das Ausreiseverbot gelüftet wurde und er endlich einen Pass erhielt und ins Ausland emigrieren konnte. Ai Weiwei wurde 1957 in Peking geboren und er ist ein Konzeptkünstler und Bildhauer, der sich sehr stark für die Menschenrechte einsetzt, Menschenrechte weltweit, aber vor allem eben Menschenrechte in seiner Heimat China. Und für seine offene Kritik an der chinesischen Regierung, sei das jetzt in den sozialen Medien, durch seine Aktivitäten oder halt eben auch durch seine Kunst, wurde er dann als Dissident gebrandmarkt. Und von April bis Juni 2011 wurde er auch inhaftiert. Danach wurde er freigelassen, aber er wurde weiterhin beobachtet und er hatte ein Ausreiseverbot. Und das, obwohl er 2008 bei den Olympischen Spielen als künstlerischer Berater tätig war. Und er hat da eben geholfen, das Konzept für das Stadion in Peking zu entwerfen. Und wenn man diese Geschichte sich anhört, denkt man schon, was? Jemand, der bei den Olympischen Spielen mitgewirkt hat, wurde als Dissident gebrandmarkt. Und wie kommt es überhaupt, dass sich diese Verschiebung etablieren kann? Und wenn man dieses Buch liest, dann merkt man halt eben, dass Ai Weiwei schon immer sehr kritisch der chinesischen Regierung gegenüber eingestellt ist und dass das mit dem Werdegang seines Vaters zusammenhängt. Also wir haben hier sehr stark diese Thematik von Generationen überlappenden Traumata, von einem Werdegang der Eltern, die uns eben beeinflussen, unser Leben, unsere Weltanschauung beeinflussen. Und das finde ich extrem spannend. Und zwar wird hier zuerst die Geschichte des Vaters erzählt von Ai Qing. Ai Qing war ein Dichter, er hat aber auch gemalt, also Dichter und Maler. Und er wurde an der Westküste geboren in einer oberen Mittelschicht, würde ich sagen. Also es ging ihm sehr gut, aber es war ein verschlafenes Dörfchen. Und sein Vater hat sich dann eben für die Kunst entschieden. Natürlich sehr zur Missgunst seines Vaters, der das nicht wollte. Der Vater hat dann aber trotzdem seinen Sohn nach Frankreich geschickt, wo er mit der französischen Malerei in Berührung kam, aber halt eben auch mit der Literatur und Lyrik. Er ist dann zurückgekommen, hat sich inspirieren lassen und wollte einfach China erneuern. Er hat sich dann dem Kommunismus angeschlossen, ist dann später sogar nach Yan'an gegangen, hat Mao Zedong getroffen und ja, war voll in der Schiene des Kommunismus, wollte den Menschen helfen, bis er dann in Ungnade bei Mao Zedong gefallen ist. Vor allem, weil er mit einer Entscheidung nicht einverstanden war. Und zwar, dass die Kunst der Politik dienen sollte. Die Kunst sollte für Ai Qing, Ai Weiweis Vater, immer frei sein. Und dafür, für diese Einstellung, musste er einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen. Die Eltern von Ai Weiwei werden verbannt. Zuerst an die Grenze Richtung Nordkorea und dann werden sie noch einmal weiter verbannt an einen Ort, an dem es noch viel härter ist zu leben. Also die Lebensumstände gelten da als die widrigsten in ganz China und zwar nach Xinjiang in den Westen, in die
Wüste und sie leben da nicht in einem Haus, sondern sie müssen in einem Erdloch hausen, bis sie dann irgendwann wieder retabliert werden und zurück nach Peking können. Aber da ist Ai Weiwei schon entliebt mit der Stadt. Das ist was ganz anderes. Er merkt, dass er nicht dieselben Erfahrungen wie es die anderen Jugendlichen gemacht hat. Er lässt sich dann auf ein Experiment ein, das eine Freundin quasi macht. Und zwar geht er auch in die USA, um sich dort als Künstler weiterentwickeln zu können. Er lebt 10 Jahre in den USA und möchte eigentlich nie wieder nach China zurück. Und doch kommt er dann schlussendlich wieder zurück. Er hat sich entliebt und verliebt sich neu, nicht in die Regierung, aber in die Menschen. Und er möchte diesen Menschen helfen. Er möchte den Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme geben über seine Kunst. Und dann, als er immer berühmter wird, natürlich auch in den sozialen Medien ein Zeichen setzen und zu sagen, ich bin gegen XY oder man muss Erdbeben opfern helfen. Das Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Es macht so viel Mut. Man sieht, was man alles machen kann. Man sieht die großen Sachen, die er macht als Künstler, was natürlich nicht jeder machen kann. Also man kann nicht jeder kann 1000 Personen aus China nach München bringen. Aber er hat halt eben auch gezeigt, wie man Widerstand oder einfach auch nur ein Zeichen setzen kann im Kleinen. Zum Beispiel, als er seinen Reisepass nicht hatte, hat er jeden Tag auf ein Fahrrad in den Korb vorne drin einen Blumenstrauß reingelegt, bis er seinen Reisepass dann 2015 bekommen hat. Und dann ist er dann nach Deutschland emigriert, hat bis 2019 in Berlin gelebt, ist dann nach England gegangen und seit 2021 lebt er jetzt mit seiner Gefährtin und seinem Sohn in Portugal. Also wir haben ein sehr bewegtes Leben. Also wenn man nur schon sieht, aufgewachsen in einem Erdloch, dann zurück in Peking, der Metropole, in den USA, wurde inhaftiert. Und das ist alles wirklich sehr, sehr packend geschrieben. Wir haben auch immer eben diese Rückblicke, wer sein Vater war, das fand ich sehr spannend, weil man so Ai Weiwei viel besser begreifen kann, seine Einstellung begreifen kann. Das ist wirklich notwendig. Wir haben auch immer kleinere Illustrationen hier drin, die er angefertigt hat. Die sind ganz simpel, aber doch haben ihren ganz eigenen Charme, je nachdem, was sie gemacht haben. Also hier ist es zum Beispiel die Baumwollpflanze, was sie Baumwollen gepflückt haben. Und das bleibt dann irgendwie auch, jetzt muss ich sagen, im Gedächtnis. Wenn ich dieses Bild sehe, dann weiß ich sofort, in welchem Bezug, dass das da ist. Und wir haben zweimal zwei Orte mit Bildern. Zum Beispiel haben wir hier Ai Weiwei mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn oder ihn dann halt eben hier in Europa. Wir haben auch Bilder von seinem Papa. Es macht das Buch doch noch einmal sehr persönlich und wir wissen auch, dass er das geschrieben hat. Es hat mich sehr inspiriert, mutig zu sein. Es hat mich dazu inspiriert, an meine Träume zu glauben, weil er sagt an einer bestimmten Stelle, die Sachen, die schwer sind, das sind auch die Sachen, die wirklich etwas bewegen können. Das sind die Träume, für die es sich lohnt, einzustehen. Und wenn man selbst in einer Situation ist, in der man so ein bisschen verzweifelt und denkt, wann wird das endlich Früchte tragen, dann ist dieses Buch auch eine Geschichte, die einem in den eigenen Problemen, die man vielleicht hat, sehr viel Halt und Hoffnung halt eben spendet. Und ich möchte euch zu Beginn eine Seite vorlesen, weshalb diese Erinnerungen so wichtig sind und was Erinnerungen in China bedeuten. Also wir lernen auch hier sehr viel eben die Geschichte kennen, sehr viel, was passiert ist in der Kulturrevolution. Da gibt es sehr viele Details, aber man kann anhand der Lebensgeschichte sieht man dann dieses Auf und Ab. Und ich glaube, man muss auch nicht alle politischen Entscheidungen wirklich verstehen, aber man sieht einfach, wie ereignisreich die Zeit war und wie instabil die Lage war. Und dann versteht man dann vielleicht auch besser, weshalb in einem Werk wie die Kolonie die Jugendlichen, die auf einer Farm leben, sich der Denunziation so hingeben, weil es einfach überall gang und gäbe war und ja, so viele Leute auseinandergegangen sind. Also Ai Weiwei beschreibt halt eben auch, wie
viele Ehepaare auseinandergegangen sind, weil sie sich gegenseitig denunziert haben. Und wenn man diese beiden Werke zusammenliest, bekommt man ein viel tieferes Verständnis für die Gräuel der Kulturrevolution und die Probleme der chinesischen Gesellschaft damals und Probleme, die sich halt eben bis heute hinziehen. Und jetzt zu den Erinnerungen, die in dieser Gesellschaft ein Problem sind. Ai Weiwei schreibt: In der Ära, in der ich aufwuchs, setzte uns die ideologische Indoktrinierung einen intensiven, alles durchdringenden Licht aus, das unsere Erinnerungen wie Schatten verschwinden ließ. Erinnerungen waren eine Last und es war am besten, sich ihrer zu entledigen. Schon bald verloren die Menschen nicht nur den Willen, sondern auch die Kraft, sich zu erinnern. Wenn gestern, heute und morgen zu einem ununterscheidbaren trüben Fleck verschwinden, dann ist Erinnerung, abgesehen davon, dass sie potenziell gefährlich ist, so gut wie bedeutungslos. Ai Weiwei schreibt aber hier quasi ein Pamphlet für die Erinnerungen, um uns zu zeigen, dem ist nicht so, ihr müsst euch erinnern, denn wenn etwas in Vergessenheit gerät, dann kann es nicht mehr berichtigt werden. Wir müssen uns erinnern, um die Gesellschaft zu verbessern, um unser aller Leben zu verbessern und zu sehen, dass wir alle glücklich leben können. Von mir hat das Buch 5 Sterne bekommen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ihr habt an der Stelle gesehen, dass wir auch einen sehr lyrischen Stil teilweise haben und es also nicht eines nur mit Fakten durchsetzte Geschichte ist. Absolute Empfehlung meinerseits. Wenn ihr euch für Kunst und Ai Weiwei interessiert, wenn ihr euch für die chinesische Geschichte interessiert, lest 1000 Jahre Freud und Leid. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zum 3. und letzten Teil vom Lesemonat April. Ich möchte euch hier das 5. und 6. Buch vorstellen, das ich in diesem Monat gelesen habe. Falls ihr jetzt denkt, ui, Fabienne, du siehst aber ein bisschen gar kaputt aus, das hat seinen Grund. Der kleine Mann war morgens um 2 Quickfidel und es hat überhaupt nichts mehr genutzt, also weder Milch noch Schlafmusik. Er war wach und er war voll in Action, bis er sich ausgepowert hat, so kurz vor 4:30. Und ja, kurz vor 5 bin ich dann aufgewacht, weil ich ja wusste, ich werde dieses Video noch drehen und ich werde danach heute noch arbeiten. Und ja, dann bin ich immer früher wach. Ich versuche immer ein bisschen vor dem Wecker wach zu sein, damit der Kleine dann durch den Wecker nicht aufwacht und weiter schlafen kann. Das hat geklappt. Ja, aber ich glaube, man sieht die wenigen Schlafstunden mir so ein bisschen an. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die Bücher, die ich gelesen habe, die waren wirklich gut und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Und das 5. Buch, das ich im April gelesen habe, war von Werner Herzog, Das Dämmern der Welt, also ein ganz kleines Büchlein. Werner Herzog wurde 1942 in München geboren. Er belegt ganz viele verschiedene Berufe, ist also sehr kreativ unterwegs. Werner Herzog ist zum einen Regisseur, Produzent, er ist Schauspieler, Synchronsprecher und Schriftsteller. Und Das Dämmern der Welt ist auch sein erster Roman. Dieser Roman ist 2021 erschienen und ich habe dann aber abgewartet, bis das Taschenbuch rauskommt. Zum einen, weil ich Taschenbücher allgemein bevorzuge und der Hauptgrund war, weil mir das Hardcover für dieses dünne Büchlein einfach doch viel zu teuer war. Und jetzt ist es bei Fischer erschienen und ja, perfekt. In diesem Buch erzählt Werner Herzog die Geschichte von Onoda Hiro. Onoda Hiro war der letzte japanische Soldat, der 1974, also rund 29 Jahre, fast 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, zurück nach Japan gefahren ist. Auf dieses Buch aufmerksam wurde ich durch die Rezension von Andrea vom Kanal Andrea Wintermädchen und ich war total gehypt darauf, weil ich glaube, das war im selben Jahr, hatten wir an der Universität Osaka ein Buch gelesen über die indigene Bevölkerungsgruppe der Ayatal auf Taiwan unter der japanischen Besetzung. Und da wurden verschiedene Aspekte thematisiert, zum Beispiel Bildung, wie wurde den Leuten Japanisch unterrichtet, denn Japanisch war ja damals die Lingua Franca auf Taiwan und hat natürlich dann die Kommunikation mit anderen indigenen Bevölkerungsgruppen ermöglicht, aber auch mit der chinesischstämmigen Bevölkerung. Und da wurde halt eben auch thematisiert, dass die indigene Bevölkerung am Ende des Krieges
ins japanische Militär mit einbezogen wurde. Zu Beginn war man dagegen, weil man Angst hatte, die könnten desertieren oder sie könnten sich dann gegen die japanischen Truppen wenden. Aber als der Krieg dann ja, so gut wie verloren war, hat man die dann doch einbezogen. Und da gab es halt eben sehr mehrere Leute, die längere Zeit verschollen waren. Und man hat dann gemerkt, Jahre später, dass die auf gewissen anderen Inseln überleben. Die Ayatal waren ja auch Kopfjäger in ihrer Tradition. Also die Jagd spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das sind hervorragende Jäger. Die haben natürlich in den Wäldern im Zentralgebirge Taiwans gelebt und konnten sich total gut tarnen. Und die haben sehr, sehr lange überlebt. Und ich würde halt sehr gerne mal einen Bericht von einer dieser indigenen Bevölkerungsgruppen, Soldaten lesen, um zu sehen, wie sie den Krieg erlebt haben, obwohl sie damals waren sie japanisches Subjekt und als sie zurückkommen, sind sie plötzlich nicht mehr Japaner, haben aber ihr Leben lang für Japan gekämpft. Und hier haben wir jetzt aber eine ähnliche Geschichte, aber von einem Japaner, der nach seinem Krieg immer noch Japaner ist. Ich glaube, das macht dann trotzdem die Erfahrung noch ein bisschen anders. Onoda Hiro wurde 1922 in der Präfektur Wakayama geboren. Mit 17 hat er in einer Import-Export-Firma für Firnis gearbeitet und mit 20, 1942, wurde er dann ins Militär einbezogen. Er hat an verschiedenen Schauplätzen gekämpft und wurde dann im Dezember 1944 auf die philippinische Insel Lubang versetzt und da quasi alleine stationiert mit ein paar Mann, die er da noch zusammenkratzen konnte. Denn damals stand Japan schon auf verlorenem Posten. Es war klar, sie werden Lubang an die USA verlieren, aber es ging einfach darum, die Stellung so lange wie möglich zu halten. Und was für eine Art Krieg er führen sollte, das schildert er uns. Sein Major sagt ihm nämlich dieses: Sie werden von dem Dschungel aus operieren. Ihr Krieg wird ein reiner Abnutzungskrieg sein. Scharmützel von wechselnden Verstecken aus. Sie werden ein Geist sein, nicht fassbar, der immerwährende Albtraum des Feindes. Ihr Krieg wird ohne Glorie sein. Und dieses ein Geist sein, das verfolgt Onoda wirklich bis aufs Wort. Und er wird auch zu einer Art Mythos in den Philippinen, der Mann, der halt eben anscheinend doch überlebt hat und der doch in diesen Wäldern im Dschungel lebt und wie ein Geist sich da fortbewegt. Er beginnt also einen Guerillakrieg und um diesen Guerillakrieg gegen Truppen ausführen zu können, die viel größer sind, greift er auf immer weitere Mittel zurück. Also er beginnt zum Beispiel mit einer intensiven Tarnung, dass man ihn gar nicht mehr von der Dschungelumgebung sehen kann. Die feilt er immer, immer mehr aus. Er beginnt auch, wenn er zum Beispiel auf dem Strand Streifen läuft, läuft er rückwärts, um seine Spuren zu verwischen, damit man denkt, er ist in die andere Richtung gegangen, dass man ihm also nicht folgt. Er verlässt sein Versteck immer wieder, also er bleibt nicht an einem Ort sesshaft, sondern er hat quasi einen Zyklus erschaffen und sagt, hier sind wir ein paar Tage, dann geht's weiter, dann geht's weiter, dann geht's weiter. Und die Ernährung wird natürlich auch angepasst an das, was es halt da eben gibt. Zu Beginn hat er noch Reis, aber der ist natürlich dann auch irgendwann zu Ende. Und was isst man dann? Und was kann man überhaupt essen in einem fremden Gebiet? Muss man ja alles auch ausprobieren. Er hat, wie schon erwähnt, ein paar Gefährten, sind zu dritt. Und dann anhand dieser beiden anderen Personen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und dem Kriegsgeschehen auch anders gegenüber positioniert sind, sieht man, dass dieses karge Leben nicht allen gleich gut bekommt. Sie sind Onoda untergestellt, er ist ihr Anführer, sie folgen ihm, er hat die meiste Kampferfahrung, er hat den höchsten militärischen Grad und er führt diese beiden. Aber eben, dem einen vor allem macht dieses Dschungelleben schon hart zu schaffen. Und er desertiert dann auch. Also das fand ich super spannend. Dann haben wir hier ein literarisches Leitmotiv, das eingewoben wurde von Werner Herzog, und zwar das Leitmotiv der Zeit, die stillsteht. Also wir sind in diesem Dschungel und Onoda versucht
zwar anhand eines selbstgebastelten Kalenders aufzuzeichnen, welchen Tag wir denn heute haben und darüber Buch zu führen. Aber wir haben einfach diese Stille des Dschungels und die wird sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Also wenn plötzlich alles still wird, alle Tiere, und man wird selbst ganz angespannt und dann wie auf Knopfdruck beginnen die Insekten wieder zu zirpen, die Vögel zu singen und man hört wieder den Wind rauschen. Das war sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Und bei Onoda ist es so, dass er sich irgendwann mal in diesen 30 Jahren, die er da in dem Dschungel lebt, fragt, ist das die Realität? Oder könnte es nicht sein, dass ich eigentlich verwundet auf einem Lazarett liege und dieses Dschungelleben einfach nur träume? Und dieses Motiv hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich muss ein bisschen spinksen, ihr seht es. Die Müdigkeit macht mir zu schaffen. Positiv hervorheben bei diesem Werk kann ich eben dieses Leitmotiv. Das hat mir an gewissen Stellen war das so gut in Szene gesetzt. Da merkt man einfach, dass Werner Herzog Regisseur ist, wie es schafft, dieses Dschungellandschaft vor einem auferstehen zu lassen. Und das, wie sieht das Buch, ist sehr, sehr dünn. Und das schafft er auch in ein paar Zeilen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das fand ich sehr eindrücklich. Was mir auch gefallen hat, ist das Schildern der Suche von Onoda nach Zeichen, dass der Krieg beendet sei, dass diese Zeichen nicht wahr sein können, dass man ihn da auf eine falsche Fährte locken will, dass der Feind quasi ihn aus seiner Reserve locken will und festnehmen will. Zum Beispiel wurden Flugblätter über der Insel verteilt und er hat dann ein solches Flugblatt gefunden und sie haben diese Flugblätter sehr intensiv studiert, akribisch fast, und dann merkten sie irgendwie die Wortwahl, das kann nicht japanisch sein, das müssen irgendwie Amerikaner gewesen sein, die da etwas sagen, und die haben das falsch gesagt oder sie haben ein Terminus für das Militär verwendet, aber in den letzten Kriegswochen wurde die Truppe umbenannt, aber sie haben den alten Namen verwendet. Das kann ja nicht wahr sein. Also da fehlt eine wichtige Information oder ein Kanji, ein Schriftzeichen, war falsch geschrieben. Und dann war für ihn natürlich klar, das kann nicht echt sein. Und wie das geschildert wurde, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Also wie sie dann eben auch beraten haben, ist der Krieg jetzt wirklich vorbei oder eben ist das nur eine Finte? Es gibt aber auch Kritikpunkte an dem Buch. Der eine Kritikpunkt hat damit zu tun, wir haben ja sehr kurze Kapitel, die sind meistens nur so ein paar Zeit lang. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier Lubang und dann haben wir Januar 1945 und dieses Kapitel ist jetzt zum Beispiel ja, 5 Seiten lang. Also kurze Kapitel, das ist okay, da bleibt man sehr gut im Fluss, das mag ich eigentlich. Was ich aber nicht mochte, ist, wir sind im Jahre 1947 und es wird uns gesagt, dass der eine Gefährte desertieren will, weggehen will. Und ich hätte mir dann gewünscht, dass dieses Weggehen dann in einem Kapitel thematisiert wird, wo wir dann auch wirklich Anfang der 50er Jahre sind. Und das passiert nicht, sondern wir haben diese Zeitangabe für ein Kapitel und in diesem Kapitel wird die Dissertation abgehandelt. Sie wird einmal kurz vorweggenommen und dann im Kapitel selbst abgehandelt. Und das finde ich eigentlich sehr unschön, denn wenn wir einen so präzisen Kapiteltitel haben, dann erwarte ich auch, dass wir in dieser Zeit an diesem Ort bleiben. Dass man etwas vorwegnimmt, ist okay, aber dass das Geschehene dann in diesem selben Kapitel beschrieben wird, das ist nicht okay, weil da war ich dann irgendwie auch nicht mehr sicher, warte mal, ist er jetzt 1947 desertiert? Ich dachte, das war in den 50 Jahren und dann musste ich noch einmal zurückblättern und habe das dann abgecheckt und gedacht, nee, der hat hier wirklich geschrieben, er ist Anfang der 50er Jahre zu den dann philippinischen Truppen übergelaufen. Und ja, wenn die Kapitel schon so kurz sind, dann hätte es sich doch eigentlich auch angeboten, ein Kapitel zu machen mit 1952 oder Anfang der 50er Jahre, um dann die Dissertation dieses einen Gefährten aufzuschreiben, Details zu liefern und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinformation, nicht nur was ist passiert, sondern was hat das mit den Leuten gemacht? Was hat das mit den beiden anderen gemacht, die zurückgeblieben sind?
Ja, das war ein Kritikpunkt, denn ein weiterer Kritikpunkt ist der Stil. Zum einen die Tatsache, dass wir einen Text haben, der an sich sehr staccatohaft geschrieben ist. Das geht, aber er ist halt eben auch sehr begrenzt in seinen Beschreibungen. Das heißt, wir erfahren sehr wenig über das Leben von Onoda im Dschungel. Das mag zum einen daran liegen, dass Werner Herzog ja gesagt hat, die Zeit bleibt still. Das heißt, als er Onoda interviewt hat, mochte sich Onoda vielleicht auch nicht mehr ganz genau erinnern, was passiert ist an den einzelnen Tagen. Das kann ich gut nachvollziehen, aber man hätte das dann thematisch aufpicken können. Also wie zuvor bei der Dissertation des einen Kollegen, das war bestimmt ein einschneidendes Erlebnis und daran, denke ich, hat er sich bestimmt auch erinnern mögen. Auch was hat das mit Ihnen als den beiden, als beide Gefährten dann gemacht? Wie hat das ihr Leben beeinflusst? Was haben Sie gedacht, als er weg war? Und was hat er gedacht? Da hätte ich einfach ein bisschen gerne mehr darüber erfahren. Oder halt eben auch Themen. Also es wird zum Beispiel gesagt, dass Sie mit der Zeit Palmenöl destillieren können. Und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass auf diesen Prozess eingegangen wird, dass zum Beispiel gesagt wird, wie haben Sie es dann geschafft, Nadisna das Öl zu destillieren? Und inwiefern hat das dann wiederum Ihr Leben beeinflusst? Was wir hingegen haben, was mir gut gefallen hat, ist, wenn die drei und später die zwei zusammensitzen, dann erzählen sie sich Geschichten. Und vor allem Onoda kommt dann ins Erzählen und in diesen Geschichten erfahren wir zum Beispiel, dass er früher in einer Import-Export-Firma für Phoenix gearbeitet hat. Also so ist das Leben auch von Onoda wirklich toll eingewoben worden in diese Geschichte. Ansonsten, ich denke, was die größte Herausforderung war, ist, dass man für dieses Interview halt nur Onoda interviewen konnte, denn seine beiden Gefährten sind früher verstorben. Also man konnte sie nicht mehr befragen, wie sie das Leben im Dschungel erfahren haben. Wir haben also nur Onoda als Quelle und ich denke, dass der Mann halt auch eher wortkarg war. Man hätte sich vielleicht noch überlegen können, vielleicht Interviews mit der philippinischen Bevölkerung durchzuführen, um zu sehen, wie Onoda auf der anderen Seite wahrgenommen wurde. Das wäre auch interessant gewesen. Ja. Abschließend lässt sich sagen, dass ich das Buch sehr, sehr spannend fand. Das Leben von Onoda ist natürlich sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist immer schwer, wenn man ein Leben einer Person in Buchform bewertet, aber das ist ein Buchkritikkanal und deswegen muss ich oder möchte ich am Ende auch eine Bewertung abgeben, damit ihr wisst, ob das vielleicht auch etwas für euch sein könnte. Ich habe euch hier meine Kritikpunkte genannt und die Kritikpunkte beziehen sich nicht auf Onodas Leben, sondern es bezieht sich wirklich nur auf Stil und Form. Und diese Abzüge haben dazu geführt, dass ich dem Buch 3,5 Sterne gegeben habe und es ist somit immer noch ein sehr lesenswertes Buch, aber eben mit Abstrichen, weil ich da doch mir ein bisschen mehr Tiefe noch davon erwartet habe. Das letzte Buch, das ich dann im April gelesen habe, war ein Buch von meiner 12 Books in 12 Months Liste. Und da habe ich gelesen von Chimamanda Ngozi Adichie, Amerikaner. Ich habe das auf Englisch gelesen, deswegen ist das Cover ein bisschen anders als das deutsche Cover. Das deutsche Cover ist ja so ein dunkles Rot. Kurz zur Autorin. Die Autorin wurde 1977 in Enugu in Nigeria geboren. Sie hat in Nigeria Medizin und Pharmazie studiert, ist danach mit 19 in die USA gegangen, hat dann ein Studium in Kommunikations- und Politikwissenschaften hinterhergeschoben und danach hat sie noch einen Master in Afrikanistik gemacht. Sie hat schon in den 1990er Jahren mit Schreiben begonnen. Bis jetzt sind 14 Werke von ihr publiziert worden. Das ist ihr 12. Werk, Amerikaner. Es erschien 2013 auf Englisch und wurde dann das nächste Jahr darauf, also 2014, gleich auf Deutsch übersetzt. Und ja, Chimamanda Ngozi Adichie lebt in den USA und Nigeria, also sie pendelt da hin und her. Und in diesem Buch beschreibt sie ein Phänomen in Nigeria. Und das ist diese Amerikaner. Und mit Amerikaner bezeichnet man Personen, die in den USA, aber das kann auch stellvertretend einfach für das Ausland sein, gelebt haben längere Zeit, zum Beispiel für das Studium, und zurückkommen nach Nigeria und
Ihre Wertevorstellungen haben sich verändert und sie passen so nicht mehr ganz in die nigerianische Gesellschaft rein. Sie beschreibt das und sie beschreibt halt eben auch den Alltagsrassismus, den man als afrikanische Person in den USA erlebt. Sie zeigt, was mir sehr gut gefallen hat, Unterschiede auf von der afrikanisch-amerikanischen Gesellschaft in den USA und Leuten, die halt wirklich aus Afrika für das Studium in die USA gehen und danach eigentlich wieder zurückgehen wollen, dass sie diesen Alltagsrassismus auch anders erleben und dass sie sich auch gegenseitig, dass da nicht immer eine Solidarität zwischen den beiden Gruppen herrscht. Das fand ich sehr spannend, denn ja, ich war noch nie in den USA und ich habe nicht dieselben Wurzeln und ich werde nie quasi in diese Kreise eintreten können und fand das deswegen sehr spannend zu sehen, wie sich das Leben der Person auch sehr unterschiedlich gestaltet. Und diese ganze Geschichte erzählt Adichie anhand einer Liebesgeschichte und diese Liebesgeschichte wird aus den Perspektiven der beiden Personen Ifemelu und Obinze erzählt, wobei Ifemelu den größten Teil hat. Wir haben auch Zeitsprünge, also wir befinden uns in einer Gegenwart und gehen dann in die Zukunft und in die Vergangenheit und springen da immer hin und her. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ifemelu und Obinze wachsen in Nigeria auf. Sie kommen beide aus sehr unterschiedlichen Haushalten. Obinze kommt aus einer besser stehenden Familie, also er lebt zusammen mit seiner Mama. Sein Papa ist leider früh verstorben und seine Mama ist Professorin. Und er ist somit schon sehr früh in Kontakt mit Literatur gekommen. Er hat ja ein Fetisch für die USA, für amerikanische Literatur. Er liest alles, was er in die Hände bekommt über die USA und kann auch ganz viel über die USA erzählen. Am liebsten mag er Manhattan, da möchte er unbedingt mal hin und kann so die Leute einfach in seinen Bann schlagen. Er wird versetzt aufgrund eines Skandals. Anscheinend soll seine Mutter den Rektor einer Schule geschlagen haben, kommt jetzt in die Schule von Ifemelu und ist sofort einer der tollen Jungs, der gefeierten Stars. Ifemelu hingegen kommt aus einer Arbeiterfamilie. Der Papa verliert seinen Job, weil er sich weigert, seinem Chef Mama zu nennen. Die Mutter ist sehr, sehr christlich unterwegs. Dass das aber häufig der Fall ist, wusste ich aus Ijoma Mangols, das deutsche Krokodil, also dass ja, der christliche Glauben in Nigeria sehr weit verbreitet ist und dass man auch oft sagt, dass man irgendwie ein Wunder erlebt hat jetzt im Alltag, was vielleicht auf den ersten Blick vielleicht befremdlich scheinen mag. Und ja, die Eltern möchten natürlich, dass Ifemelu viel lernt und gut ist und sie gibt auch ihr Bestes. Sie ist bei den Coolen in der Klasse quasi als Anhängsel mit dabei, eine Art Anstandsdame, denn sie ist die mit dem losen Mundwerk, sie ist die freche Kleine, die ihren Spott reinbringt und die anderen zum Lachen bringt, aber so wirklich zum harten Kern gehört sie trotzdem nicht. Und die beiden lernen sich jetzt auf einer Party kennen. Sie ist mit dem Mädchen da, das quasi für Obinze rausgesucht wurde, denn sie ist wunderschön, sie gehört zu den ja, Schönheiten der Schule und man denkt ja, Obinze und dieses Mädchen zusammen, das wäre doch der perfekte Match. Aber dann passiert das, was halt eben nicht hätte passieren sollen. Obinze und Ifemelu sehen sich und sie wissen von Anfang an, dass sie füreinander geschaffen wurden und über ein Gespräch zur Literatur, denn Ifemelu liest ebenfalls sehr gerne, entspinnt sich ihre Liebe. Und im ersten Teil begleiten wir die beiden in ihrer Jugend in Nigeria, wie sie lernen, wie sie ihr Leben planen. Sie möchten immer zusammenbleiben. Sie suchen sich auch schon die Uni raus, damit sie an dieselbe Uni gehen können. Und dann bekommt aber dann Ifemelu die Möglichkeit, in die USA zu gehen und Obinze und seine Mama halten sie wirklich dazu an, diese Möglichkeit wahrzunehmen und rüberzugeben und dort zu studieren. Und Obinze sagt, ich werde ebenfalls einen Antrag stellen und ich komme danach, geh du mal vor. Und das machen sie. Und was sie halt dann beschreibt ist, als sie in die USA kommt, merkt sie zum ersten Mal, dass sie eine schwarze Person ist, dass sie anders ist. Zuvor hat die Hautfarbe für sie nie eine Rolle gespielt und jetzt ist sie plötzlich nur die schwarze Frau. Und aufgrund
diese Reduktion auf ihre Hautfarbe findet sie zum Beispiel zuerst keinen Job. Man hat ihr gesagt, ja, jeder findet einen Job in den USA, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, geh da einfach mal hin und dann findest du was, und dann kannst du dich über Wasser halten. Und es wird wirklich, wirklich brenzlig, es geht ihr immer schlechter, sie ist auch desillusioniert, weil sie sieht, sie hat zwar Familie in den USA, aber die Beziehung, die sie zu ihrer Tante hatte in Nigeria, ist eine andere, die sie jetzt in den USA hat. Zum einen, weil sich ihre Tante verändert hat, weil sie auch bei der Erziehung ihres Sohnes plötzlich andere Werte hat, als die, die sie noch hatte, als sie in Nigeria gelebt hat. Das fand ich auch ja, sehr spannend. Also sie wird mit all diesem neuen Leben konfrontiert und es wird zu viel, es passiert etwas, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, und sie kapselt sich ab. Und Obinze versucht verzweifelt, in Kontakt mit ihr zu bleiben, versucht auch in die USA zu kommen, aber all seine Gesuche werden abgelehnt. Derweil erfahren wir dann in der Perspektive von Obinze, dass er später nach England gefahren ist, um da zu arbeiten. Sein Visum ist dann abgelaufen und er ist dann illegal in England geblieben. Und so erfahren wir, was passiert, wenn man in England ist und illegal dort ist. Wie kommt man aus der Illegalität wieder raus? Welche Maßnahmen gibt es auch für Leute, die wirklich ja, studiert sind, dahin kommen und da ihr Leben versuchen möchten, aber halt auch dort aufgrund ihrer Hautfarbe ihnen einfach keine Chance gegeben wird. Und wie man da abrutschen kann in die Illegalität und ja, wie kommt man dann da wieder raus? Im letzten Teil kommen die beiden dann zurück nach Nigeria und sie sehen, dass Nigeria aus ihrer Kindheit ist nicht mehr da. Nigeria hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Sie haben sich verändert, sie sind zu Amerikaner geworden. Sie haben gewisse Werte und Gewohnheiten mit nach Nigeria gewonnen. Einige können sie ablegen, andere nicht. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist die Liebe zueinander. Die Frage ist jetzt nur, hat diese Liebe eine Chance, denn ihre jeweilige beziehungstechnische Situation hat sich verändert. Ich fand die Liebesgeschichte wunderbar und das, obwohl ich normalerweise keine Liebesgeschichten lese, ich fand sie sehr lebensecht erzählt mit all dem Leben, das dazwischen kommt, das dazwischen funkt. Man sieht die Probleme, die sie haben, den Alltagsrassismus in den USA und in Großbritannien. Wir sehen aber auch die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, als sie zurückkommen. Dass sich das Land politisch auch stark verändert hat, dass sie sich verändert haben. Die neue Generation, die jungen Leute, die ganz anders ticken als sie. Also es ist so umfassend. Es hat auch mehrere Seiten. Es hat 500 Seiten auf... 500 Seiten oder 400 Seiten? Ja, also 477 Seiten auf Englisch. Ich glaube, die deutsche Version ist ein bisschen länger, hat, glaube ich, 500 Seiten und ein paar zerquetschte. Aber ich bin da durchgerauscht. Das war unglaublich. Es hat aber nicht ganz zu einem Highlight gereicht. Und zwar aufgrund des Titels Amerikaner habe ich gedacht, dass die Art und Weise, wie sie dann verändert in die Heimat zurückkommen, im Zentrum dieser Geschichte stehen wird. Das ist nicht der Fall. Also ich habe eine Liebesgeschichte bekommen, die mich total mitgerissen hat, aber aufgrund dieser falschen Erwartungshaltung hat dann doch irgendwie etwas gefehlt, weil der letzte Teil zurück in Nigeria ist der kürzeste Teil und es hat mich wundergenommen, wie sie den erleben. Natürlich komme ich aus einem ganz anderen Kulturkreis, aber ich mich manchmal halt auch frage, was wäre, wenn ich jetzt zurück in die Schweiz gehe? Und ich weiß schon, dass mich vieles nerven würde, dass es für mich sehr laut sein würde, dass ich denken würde, die Leute haben keinen Anstand, weil ich alles automatisch mit Japan vergleichen würde und sehe, ja, hier stehen die Leute stehen auch in der Schweiz Schlange, aber wenn man zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln ist, dann sind alle Handys auf lautlos geschaltet, man spricht quasi nicht miteinander, also oder mit gedämpften Stimmen. Auf der anderen Seite könnte man dann sagen, ja, aber in der Schweiz lebt man lebt Beziehungen, Freundschaften mehr aus, dass man dann halt eben auch in einen Clinch kommt. Vielleicht zu Beginn ist es Ablehnung und dann macht es dann doch etwas mit einem, weil es ja doch die Heimat ist. Und wie positioniert man sich da? Also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht im letzten Teil. Da ist dann der Fokus auf der Liebesgeschichte. Nichtsdestotrotz hat mir das Buch wunderbar gefallen. Ich möchte unbedingt mehr von der Autorin lesen.
Und die Geschichte wird in meinem Herzen bleiben. Also es bleibt für mich ein Highlight auf emotionaler Ebene, möchte ich jetzt mal sagen. Aber jetzt vom Literarischen her, wenn ich sagen, was ich halt eben erwartet habe, kann ich ihm trotzdem nicht ganz 5 Sterne geben, sondern nur 4,5 Sterne. Aber das sind ganz gut verdiente 4,5 Sterne. Und dann gehe ich jetzt dieses Mal nicht noch mehr darauf ein, die Subbücher. Ich habe ja weiter bei Anna Karenina gelesen, da bin ich jetzt bei 64%. Es ist ganz rasant, was jetzt hier passiert mit wird geschieden, wird nicht geschieden und es ist schon fast wie eine Soap-Opera. Hätte ich nicht gedacht, dass es nimmt mich wirklich, wirklich mit. Ich finde das ganz, ganz spannend. Und mit dem Buddy Read zusammen mit Jenny von Letters and Life bei Jin Young, da bin ich jetzt bei 40%. Ich habe jetzt schon ein Kapitel mehr gelesen und ich muss sagen, ab Kapitel 5 kommt man viel mehr in die Geschichte rein. Man bekommt ein besseres Gefühl für die Protagonisten, weil jetzt nicht mehr die Story vorgestellt wird, sondern der Autor gibt uns Szenen mit an die Hand, wo wir mit dem einen Protagonisten mitgehen, längere Zeit mit ihm zusammen sind. Wir sehen die Probleme, die er hat, die Herausforderungen, denen er sich stellen muss, die Selbstzweifel, die an ihm nagen. Und das macht, dass man immer mehr Sympathie für ihn entwickeln kann. Und so kommt man natürlich auch immer besser in die Geschichte rein. Und ich bin deswegen sehr gespannt, wie sich das weiter entspinnen wird. Also ein paar Fäden wurden gesät, auch mit möglichen späteren Antagonisten. Und ja, bin gespannt, wann die wieder auftauchen werden, ob es in diesem Band ist oder in einem der nächsten beiden Bänden. Das ist ja eine Trilogie. Und ja, das war's mit meinem Lesemonat April. So viel habe ich gelesen. Kennt ihr das eine oder andere Buch? Wie waren eure Eindrücke? Decken sie sich mit meinen oder seid ihr ganz anderer Meinung? Dann schreibt mir das ebenfalls sehr gerne. Und natürlich, wie immer, konnte ich euch auf eines oder der andere, das eine oder andere Buch anfixen? Dann schreibt mir das unbedingt. Das nimmt mich immer sehr wunder. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Matane. Bye-bye.